Bei der Sharing Economy geht es darum, dass man sich eigentlich davon wegbewegt, dass man Güter kauft, sondern diese Güter gemeinsam untereinander nutzt, beziehungsweise die Ressourcen gemeinsam untereinander austauscht und damit eigentlich zu einem Grundprinzip des Wirtschaftens kam, bevor es irgendwie einen geldlichen Austausch gab, dass man gesagt hat, man nutzt Dinge gemeinsam oder tauscht gegeneinander Ressourcen, um sie gemeinsam optimaler zu nutzen. Wir scheren zum Beispiel Wohnungen, wir scheren Autos, wir scheren Maschinen und wir sind eigentlich viel stärker auf einem Zugang, der nicht mehr dadurch bestimmt ist, dass ich einen räumlichen Zugang habe, also wie bei der Migros, dass Schweizer sich zusammentun in einer Genossenschaft oder dergleichen, oder auch bei dem Mobility-Ansatz, der sehr lokal war, sondern eigentlich versuche, sehr viel stärker zu gehen auf einen globalen Fokus und auch eine globale Skalierung da drin habe. Und damit wird es ein Geschäftsmodell, was für Unternehmen interessant ist, die eine digitale Plattform bieten, auf der sich andere zusammenfinden, um ihre Dinge anzubieten. Und damit kriegt das einen neuen ökonomischen Zugang und auch eine neue Ökonomisierung. Ich glaube, dass die Modelle der Sharing Economy, wie wir sie als disruptive Faktoren in den Industrien sehen, nichts waren, wo man von Anfang an gesagt hat, wir bauen eine Alternative zur klassischen Ökonomie auf, sondern das sind ganz klar klassische, im weitesten Sinne vorsichtig gesagt, kapitalistische Angebote, wo es darum geht, mit einem bestimmten Geschäftsmodell bestimmte Dinge zu monetarisieren. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt aus meiner Sicht ist, dass damit rechtliche Fragestellungen auf den Tisch kommen, mit denen man sich auseinandersetzen muss. Ich glaube, und da gehe ich sehr eins mit der NZZ, die mal gesagt hat, wir müssen uns darum kümmern, dass unsere marktlichen Rechtsgebungen diese Modelle nicht verhindern, aber auch gleichzeitig sicherstellen, dass die Spieße relativ gleich lang sind und auch alle mit den gleichen Waffen kämpfen. Und da, glaube ich, ist maßgeblich auch eine Gesetzgebung gefordert, die in einem Wirtschaftsverständnis auch verankert ist, was sagt, wir wollen diese neuen Geschäftsmodelle nicht verbieten. Wir wollen aber zugleich sicherstellen, dass die anderen auch eine Möglichkeit, die bestehenden Marktteilnehmer eine Möglichkeit haben, darauf zu reagieren. Und die Reaktion kann halt nicht sein, verbieten. Das kann nicht sein. Das ist natürlich ein Taxiunternehmen, das in Kloten sitzt, lieber als alles andere. Bloß ich würde an der Qualität ansetzen und dann kann man sicherlich da sich auch nochmal differenzieren. Und der dritte Fall ist, und das glaube ich ist etwas, da waren sich diese Geschäftsmodelle vorher gar nicht im Klaren, dass man natürlich dann auch einen großen Hebel ansetzen kann, wenn man ein Masterplayer wird. Also wenn man hingeht und ein Master Servant ist, also mit Hunderten von Apartments und dergleichen, dann kriegt das auf der Seite wieder einen anderen Charakter. Und da bin ich mir nicht sicher, ob da nicht auch die Geschäftsmodelle hingehen müssen und sich dann wieder anpassen müssen und sagen müssen, das ist eigentlich nicht der Kern dessen gewesen, um was wir uns kümmern wollen. Aber auch da stehen diese neuen Geschäftsmodelle in einer gewissen Weise in der Pflicht, sich darum zu kümmern. Und deswegen ist mir das ganz wichtig, die reagieren darauf auch anders. Und das ist nicht eine Soße, sondern es sind unterschiedliche Unternehmen, die haben auch unterschiedliche Kulturen und die haben auch ein unterschiedliches Wettbewerbsverständnis. Zwar alle Sharing Economy, aber sind schon sehr eigen, das muss man schon sagen. Für mich gibt es immer die drei Zugänge. Es gibt für mich einmal den Zugang, dass ich das volkswirtschaftlich mir angucke. Dann ist es ein neuer Zweig, der sich abzeichnet. Damit ist dann auch in gewisser Weise für mich so ein ordoliberales Denken dahinter, was man diskutieren muss. Dann gibt es für mich den kapitalistischen Zugang, das ist der, den die besagten Geschäftsmodelle von Airbnb, Uber und wie sie alle heißen, verfolgen. Und dann gibt es halt, angefangen von Mobility, dem Carsharing-Konzept in der Schweiz, was einen sozialen Hintergrund hatte, sich heute auch in der Genossenschaft noch so versteht, bis hin zum Foodsharing. Ansätze, die einfach einen neuen Zugang zur Gesellschaft und zum Thema, wie wollen wir unser Leben in der Zukunft gestalten, bedeuten. Und ich freue mich über solche Konzepte, weil ich glaube, dass das einfach auch eine Möglichkeit gibt, in anderen Dimensionen zu denken, die vielleicht früher Kommunarden waren und sich eigentlich nicht im Klaren darüber waren, was sie heute bewegen können. Und wir heute schon Angebote haben. Wir haben einige Studien hier auch an der ASG von der Frau Gollenhofer, die sich mit Foodsharing ganz konkret beschäftigen und zeigen, was sind die Alternativen zum Markt. Bis hin zu Studentenvereinigungen, die gemeinsam in einem Wohnhaus das Ganze renovieren und das Ganze untereinander auf einer Tauschbasis stattfindet. Ich halte das für nichts Verkehrtes. Nur wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass in einer heutigen Gesellschaft die Revolution nicht dadurch entsteht, dass sich eins durchsetzt, sondern wir eine viel höhere Vielfalt, eine viel höhere Komplexität dadurch haben. Und mit der müssen wir einfach umgehen können, im Positiven wie im Negativen.